Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edgeron und Odyssey. Wir speichern jetzt erstmal. Ich möchte diese Tortur nicht nochmal erleben. So, das eine Mal abgeben, den Knochenflegel, haben wir geschafft. Hallo ihr Lieben, Shileka hat von der Ausrüstung geschwärmt, die ihr hergestellt konnte. Ihr habt anscheinend eine weitere zufriedene Kundin. Immer weiter so, hört ihr? Kennt doch. So, wir haben unsere 5 Tage gemacht. Was? Die 5 Tage sind vorbei. Willkommen zurück. Ihr habt wirklich Ausdauer bewiesen. Die ganze Stadt redet davon, dass Laylas die Prüfung bestanden hat. Gute Arbeit. Cool. Nexus. Willkommen zurück. Meine Güte, ihr seid wahrlich ein mächtiger Beschützer. Auf zum Jungen. Der Junge wirkte glücklich. Er war besser Laune. Eigentlich wirkte er auch ziemlich gesund. Nun ja, Hauptsache, er ist glücklich. Begegne mit einem Klingenmeister. Ein Ronin. Ihr nehmt den Auftrag an. Sehr gut. Ich habe gehofft, dass jemand das tut. Der Arme. Er wird nie ein mächtiger Abenteurer sein, weshalb er einen treffen möchte. Am liebsten ein Ronin mit Level 20 oder höher. Tut ihr ihn gefallen? Ja. Bin ich dabei. Als nicht das Problem. So. Oh. Level 90 ist das Ding. Willkommen zurück, meine Güte. Ihr seid wahrlich ein mächtiger Ronin. Auf zum Jungen. Der Junge sah wirklich glücklich aus. So wie er rumsprang, er sah fast zu glücklich aus, oder? Ihr habt ihm 3 Bitten erfüllt, weil er so schwach ist. Aber ist das wirklich? Ist er überhaupt krank? Wenn das ein Witz ist, ist er echt nicht lustig. Oh, ihr denkt, es geht ihm besser, weil wir seine Bitten erfüllt haben? Ach, ein schöner Gedanke. Dann gehen wir einfach erstmal von dieser Theorie aus. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich wieder was machen. Schauen wir mal, ob Yoshi vielleicht ein besseres Schwert jetzt kriegt. Nee, das ist definitiv nicht besser. Gibt's noch eine Quest? Nein. Jetzt haben wir nur das mit den 100 Panzer. Gut. Okay, dann nehme ich jetzt meine normale Gilde mit. Gruppe rufen. Z1, ja. So, wir sind mit der normalen Gruppe unterwegs. Und dann verschärfen wir mal unsere ganzen Sachen. Das natürlich nicht, aber alles andere. So. Geld, 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 Geld. So. Das ist auch nicht besser. So, und damit auch schon wieder irgendwie so einen Müll gekriegt, den ich nicht benutze. So, ja. Da haben wir nichts Krasses gekriegt. Doch, den Knochenflegel, aber ich glaube nicht, dass den irgendjemand braucht, oder? Nee. Gut. Speichern wir jetzt nochmal. Und dann gehen wir jetzt endlich in die vierte Ebene, in das vierte Stratum runter, weil das ist wichtig, dass wir da mal weiterkommen. Das ist ja unser eigentliches Tagesziel, diese Ebene da fertig zu machen. Jetzt haben wir 3 Stunden irgendwas anderes gemacht. Gut, dann gehen wir jetzt wieder nach da oben. So. Gehen wir mal nach da. Was haben wir? Eine Gottesanbeterin. Mal ein stärkerer Gegner. Aber wir haben auch eine stärkere Gruppe. Zur Untersuchung. Als ihr durch den Wald wandert, wird euer Weg plötzlich durch eine Mauer aus Bäumen blockiert. Ein Baum vor euch wurde mit einem Loch versehen, als müsste man etwas hineinstecken. Ich glaube, die Steintafel aus der Radarhalle könnte hier passen. Als ihr die Steintafel in den Baum steckt, werdet ihr von Strahlenlicht umhüllt. Okay, cool. Als ihr wieder sehen könnt, merkt ihr, dass ihr euch ein neuer Pfad vor euch geöffnet hat. Cool, ich hoffe, ich kann hier irgendwie einen Shortcut festlegen, weil ich sonst gleich ein bisschen durchdrehe. Okay, hier haben wir praktisch so einen Verbindungsweg. Ja. So. Worte ins Unbekannte. 17. Ebene, Leute. Wir sind schon in der 17. Ebene.
So, wenn ich mich recht erinnere, gibt es einen Weg nach links und nach rechts. Ihr lauft durch das verwelkte Gras, als ein Mädchen vor euch auftaucht. Ihr ganzen Blickes spricht sie in strengen Ton mit euch. Besieger des Kohodran-Ghul. Ich erkenne eure Stärke, doch was ist euer Ziel hier? Haben die Menschen den Pakt mit dem Waldvolk vergessen, der euch den Zutritt untersagt? Trotz der höflichen Worte ist ihr Blick voller Verachtung. Ihr überlegt, wie ihr darauf antworten sollt. Nach dem Pakt fragen? Der uralte Pakt ist vergessen. Das Mädchen seufzt verärgert. Der Blick voller Verachtung. Ihr wollt erinnert werden. Ich erzähle es euch. Wenn ihr versprecht, dann zu gehen. Sie fährt fort in ihrer harten Ton im Kontrast zu ihrem unschuldigen Aussehen. Vor Urzeiten wurde dieser Wald aus dem Weltenbaum geboren und unser Volk mit ihm. Die Menschen außerhalb des Heiligtums sahen seine Schönheit und drangen ein. Im folgenden Heiligen Krieg verloren wir viele, also schufen wir einen Pakt. Die Menschen würden ewig in den versiegelten Landen bleiben und wir in unserem Heiligtum. Niemals wieder würden sich unsere Völker begegnen. Dieser Pakt brecht ihr mit eurer Anwesenheit hier. Das Mädchen zeigt anklagend auf euch. Nun könnt ihr keine Unwissenheit mehr vorschieben. Geht ihr weiter, findet ihr euer Verderben. Diesen Worten verschwindet das Mädchen blitzschnell im Wald. Ihr wisst nicht, ob das Mädchen die Wahrheit sagt, doch ihr müsst weiter forschen. Ja, das gehört leider also zum Spiel. Also wenn wir da das Waldvolk vernichten müssen, das ist jetzt halt dann auch nicht so unser Problem. Okay, hier gibt es dann verschiedene Shortcuts, ich erinnere mich. Gut. Ich gebe Avatar nebenbei nochmal eine Chance. Viel Spaß. Okay. Ja, hier gibt es immer diese Wege und da kommt man immer wieder zurück auf den Hauptweg. Hexwurzeln. Die kennen wir auch schon, also in einer anderen Farbe, diese Alraunen. Oder wie hießen die? Apfel irgendwas? Richtig dämlicher Name eigentlich. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es da auch rübergeht. Ah, hier. So. Die Level von allen sind halt jetzt komplett unterschiedlich. Weil ich mit der einen lauter Endbosse besiegt habe und mit der anderen hier sitzt 5 Tage durch die Gegend geirrt. Oh, schon wieder. So. Ist ja zum Glück kein Problem. Getrocknete Ranke. Ich kann echt das da gleich da lassen, weil brauchen wir eh gleich wieder. Gehen wir es erstmal nach unten. Achso, da ist nichts. Danke. Hätte es sein können, dass es auch noch nach unten geht. Monster sind erschienen. So. Zwischen den Bäumen seht ihr einen schmalen Tor, aber ihr könnt von dieser Seite nicht durchzeigen. Okay, das heißt, wir haben hier einen doppelten. Aber wir kommen da nicht durch. Okay, vor uns ist ein Gegner. Ich weiß nicht, was das für ein Gegner ist, aber er verfolgt uns. Da würden wir wieder zurückkommen zum anderen Ding, aber da wollen wir gar nicht hin. Wenn wir halt ein Volk vernichten müssen, ist das nicht unser Problem. Layla steht für Familienfreundlichkeit. Ja. Es ist ja unsere Aufgabe, da irgendwie durchzukommen. Ich kann mich jetzt halt auch hier nicht gegen den höchsten Typ hier wenden. Kriege ich ja dann selber aufs Maul. Okay, hier kommt man wieder zurück zu denen. Was haben wir hier? Nix haben wir hier. Geht's hier weiter? Geht safe irgendwie weiter. Oh, so eine Schrecke da. Macht mir nix. Aber wenn ich jetzt halt zurückgehe, weiß ich halt nicht, ob das so passt. Nee, da steht nichts. Okay. Dann gehen wir halt wieder zurück.
So, was haben wir hier? Oh, cool, eine Szene. Wie appetitlich. Geht's hier wieder zurück? Irgendwie muss es doch hier wieder zurückgehen. Oder hier gibt's noch einen anderen Weg. Monster sind erschienen. Ah, hier. Geht's nochmal rüber. Okay, hier geht's wohl in jede Richtung. Okay, hier ist nur der Rückweg. Warte, wie weit war der Rückweg? Okay, dann müssen wir da in die andere Richtung. Oh nein, richtig schlimme Gegner. So. Einmal durch da. Okay, hier geht's gleich weiter. Okay, hier geht's auch wieder nach da. Labyrinthe sind schon verwirrend. Dann gehen wir als erstes mal aber nach unten, hätte ich gesagt. Nein, sowas habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, das ist ein Befehl und wir müssen jetzt erstmal weitergehen. Das habe ich gesagt. Amarita 2. Ich werde auch das Volk nicht vernichten. Also wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie das Volk am Leben zu lassen, mache ich das. So, ich mache nur Spaß. Okay, gut. Ich würde nämlich nie irgendein Wesen was zu leide tun. Ich muss da halt an der Seite mal schauen, ob da irgendwas ist. Macht einen ja wahnsinnig. Okay, Gegner. So, da haben wir wieder einen Weg gefunden. Ich denke mal, hier geht es dann gleich wieder irgendwo nach da drüben. Ja, hier geht's nach drüben. Sieht das noch so aus, wenn wir irgendwo noch hinkommen würden? Ich prüfe mal die Seite, ob wir da irgendwie rüberspringen können. Ja. Ich dachte mir, das macht jetzt als einziges Sinn, wenn wir noch von da nach da gehen können. Hab noch 10 Euro auf Steam, was soll ich mir gönnen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass gerade so viele Angebote auch sind. Okay. Okay, jetzt haben wir hier einen Shortcut schon mal freigeschalten. Schon mal nicht schlecht. Okay. Monster sind erschienen. Okay, Level 51. Das ist auch ein bisschen krass. Kaputtes Auge. Appetitlich. Untersuchen. Okay, ich glaube, hier kann ich dann wieder nach drüben. Okay. Schauen wir mal. Da war nichts, oder? Okay, hier ist nochmal was. Aber ich möchte eigentlich in die Hälfte da reingehen, weil das nicht so aussieht, als wenn da wirklich was wäre. Gucken wir mal hier einzeln. Oder eventuell ist da das, wo wir hinwollen, genau. Das ist der Abstieg. Gehen wir einfach mal runter. Okay, hier gibt es wieder eine große Heating-Station und hier gibt es noch viel, viel andere Dinge. Also wie soll ich sagen, das ist jetzt ein Riesenraum.
Ihr steigt einen Steilhang hinab und der Ausblick weitet sich. Ihr spürt, dass diese weit im Labyrinth mit Gefahren gefüllt ist. Egal, ob ihr vor dem Waldvolk oder anderen Gefahren, hier ist Vorsicht geboten. Ihr glaubt, ihr solltet den Rater vom Waldvolk berichten, bevor ihr weitergeht. Na gut. Dann würde ich sagen, dass wir hier noch ein bisschen den Weg gehen, einfach um zu schauen, was da noch so ist. Haben wir eh nichts Besseres zu tun. Dann wird es da wahrscheinlich die nächste Aufgabe von Rata geben. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Du lädst ein Video pro Tag hoch, ich 300 die Woche, auch um 3 Uhr nachts. Ich lade um 3 Uhr nachts kein Video so. Es kommen genau 3 Videos am Tag. Also 21 in der Woche. Das ist doch völlig in Ordnung. Wahre Begebenheit. Ich habe noch nie was um 3 Uhr nachts hochgeladen. So. So. So, was haben wir da Schönes? Monster. Monster sind immer was Schönes. Okay, cool. Ich glaube, unser Inventar ist eh bald wieder voll. Na, da geht's rüber. Ich möchte die ganze Labyrinthkarte nur haben, falls irgendwas ist. So. Da komme ich auch wieder rüber. So. Neue Gegner, Next Level. Ja. Das sind halt die auf Ebene 4, aber die interessieren mich jetzt auch nicht, weil die sind jetzt so schlimm. So, dann haben wir jetzt halt hier das ganze Ding abgegrast. Gut, dann kann ich jetzt mein Seil nehmen und dann geht's nach oben. So, ab in die Radarhalle. Willkommen zurück. Wie läuft die Erforschung des vierten Stratums? Was? Ihr habt ein Mädchen vom Waldvolk getroffen? Ein Pakt zwischen den Menschen und dem Waldvolk? Ein uraltes Versprechen, mir scheint, im Labyrinth ist etwas verborgen, das in der Antike verloren ging. Mit eurer Hilfe hoffe ich herauszufinden, was es ist. Das Oberhaupt jedoch, ich habe keine Ahnung, was er sich denkt. Er hat eine zweitreuen Abenteurerin in letzter Zeit oft gerufen. Vielleicht sollten wir gemeinsam mit ihm darüber reden. Ich habe euren Bericht gelesen. Eure Nachforschung scheint gut zu laufen. Hier steht, dass ihr das Waldvolk getroffen habt und sie erklären, dass der Wald ihnen gehört. Durch einen alten, uralten Pakt, ihr Anspruch scheint unbestreitbar. Trotzdem, wenn wir dem beipflichten, hat Etria keine Existenzgrundlage mehr. Das Labyrinth und die davon angezogene Kunde sind das Rückgrat dieser Stadt. Das können wir nicht wegen eines lang vergessenen Pakts mit diesen Waldkreaturen verlieren. Okay, das ist schon ein bisschen heavy. Gut, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Bye.